1. Ich nehme an, ihr alle habt gerne Matheunterricht. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Aber was ist, wenn eure Mathelehrerin euch nicht nur schlechte Noten gibt, sondern auch einfach mal versucht, euch aufzuessen? Hört sich gruselig an? Ja, das ist es auch. Und genau das ist heute der Fall, denn meine Mathelehrerin versucht, mich einfach aufzuessen. Und ich meine, das dürfen wir nicht zulassen. Sonst war das letzte Video. Und wenn ihr das nicht wollt, dann verprügelt jetzt lieber den Daumen nach oben, damit wir es heute schaffen, aus der Schule auszubrechen. Weil ich glaube, das wird nicht so einfach. Also bleib bis zum Ende dran. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox. So, Freunde, here we go. Wir sind in Roblox angekommen und oh mein Gott. Ihr könnt es schon im Hintergrund sehen. Das ist meine Mathelehrerin. Und wie ich bereits meinte, sie ist nicht besonders nett, sondern sie versucht mich aufzuessen und das werde ich nicht zulassen. Also hör mir zu, Frau Müller, du wirst dir heute jemand anderes zum Mittagessen holen müssen, ja? Okay, und ich glaube, jetzt haben wir genug geschrien, Leute. Es wird Zeit, hier auszubrechen. Los geht's. Okay, Leute, wir sind jetzt im Spiel angekommen. Und ihr seht, ich bin hier gerade im Klassenraum. Und es ist schon stockdunkel draußen, weil Frau Müller mich einfach nachsitzen lassen hat. Und so wie es aussieht, ist sie selber eingeschlafen. Oder sie ist gerade dabei, einzuschlafen. Ihr seht schon, ihre Augen scheinen ziemlich schwer zu sein. Ich glaube, die Gelegenheit nutzen wir einfach mal. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich sehe nur der rote Pfeil zeigt da auf den Feueralarm. Warte mal, das ist aber keine so gute Idee. Wenn wir den Feueralarm drücken, dann weg doch, Frau Müller. Egal, wir drücken ihn. Hallo? Oh mein Gott, Leute, es kommt einfach so Wasser von der Decke. Und ich glaube, Frau Müller hat einfach einen Elektroschock bekommen. Weil ihr seht, die ist so aus Metall gebaut. Ich glaube, die hat gerade einen Kurzschluss. Und die Tür ist auf. Das klingt für mich wie nach... dass wir jetzt schleunigst hier ausbrechen sollten. Okay, Leute, wir müssen jetzt... dass wir hier rauskommen. Warte mal, warum ist das Licht ausgegangen? Yo, Kollege, weißt du zufälliger... Oh mein Gott, was hast du denn da? Yo, ey, du 31er, Junge, der hat mich eingesperrt. Was hast du denn gemacht? Okay, Leute, ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist. Irgendwie ist der Strom in der kompletten Schule einfach ausgefallen. Das sieht ehrlich gesagt jetzt alles ein bisschen gruselig aus. Ey, ich habe gar keinen Bock, hier jetzt lang zu laufen. Was ist, wenn die Mathelehrerin gleich kommt und mich aufessen will? Okay, wir sollten jetzt lieber schleunigst schauen, dass wir hier irgendwie rauskommen. Oh Mann, ich bin auch, glaube ich, ganz allein hier in der Schule. Ich weiß auch nicht, wo ich lang muss. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Wo muss ich lang? Hey Junge, ich weiß doch gar nicht, wo ich hier lang muss. Yeah! Oh mein Gott, ich wusste es. Irgendwo lauerst du auf mich. Frau Müller, wir können über alles reden. Warum bist du so schnell? Könntest du bitte deinen komischen Schlagstock da weglegen? Ich will doch nur aus der Schule hier raus. Ey, hallo. Oh, renn schneller. Du merkst, du musst bissen. Nein, Sackgasse. Nein, nein, nein. Yeah! Junge, die war übertrieben schnell und hatte einfach irgendwie so einen Schlagstock in ihrer Hand. Und hat mich vermöbelt. Und ich weiß auch nicht, wie ich hier rauskommen soll. Da war einfach eine Sackgasse. Okay, wir laufen jetzt einfach mal links lang. Es muss doch irgendwo einen Ausgang geben. Okay, wir laufen. Okay, wir sollten schneller laufen. Es scheint so, als hätte Frau Müller uns wieder bemerkt. Okay, nein! Mann, das gibt's nicht. Da war schon wieder eine Sackgasse. Okay, Versuch Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3. Vielleicht müssen wir hier in irgendeinen Raum rein? Ich weiß es doch auch nicht. Okay, da zeigt nur der Pfeil, Freunde. Ich glaube, wir haben den Ausgang. Wir müssen hier hoch. Oh mein Gott. Junge, wie knapp war das? Sie war schon wieder direkt hinter mir. Ich sag doch, Leute, die versucht mich aufzuessen. Die will mich heute Abend in ihren Eintopf reinwerfen. Wir müssen nur irgendwie gucken, dass wir aus dieser Schule jetzt rauskommen. Weil ich sag euch ehrlich, ich habe keine Lust, in irgendeinem Eintopf zu landen. Und hier geht's ganz tief nach unten. Ey, Bruder, was ist das hier? Jetzt mal ehrlich, was hat die hier für eine Schule gebaut mit Laserstrahlen und so? Also ich glaube, die achtet wirklich darauf, dass sie keine Schüler ausbrechen. Wir müssen jetzt irgendwie hier runter. Und ey, hier ist sogar jemand, Moin Meister. Wir sind nicht alleine, Leute. Es gibt noch andere... andere Überlebende. Bro, warte mal, was ist das?
Die ist da einfach gerade auf diese Spitzen draufgefallen. Das Ding ist einfach in sich zusammengefallen. Oh, was ist das? Okay, ich glaube, man muss das so ganz schnell machen, Leute. Oh mein Gott! Digga, was ist das? Bro, das ist ja... Nicht mehr normal. Junge, was ist das für eine Schule? Okay, wir sollten hier ganz schnell durchlaufen. Wir sind einfach so pressen. Oh mein Gott. Junge, was ist das hier für ein Ausbruch? Das ist ja geisteskrank gruselig. Wir dürfen anscheinend nicht von diesen Ventilatorendingern hier getroffen werden. Das heißt, wir laufen... Mann! Das heißt, wir laufen hier ganz entspannt durch. Okay, das hätten wir. Jetzt geht's wieder in einen Lüftungsschacht rein. Und ihr wisst, ich mag keine Lüftungsschächte. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Egal, wir laufen mal hier durch. Oh, wir sind in einer Turnhalle angekommen. Und da ist ein Basketball. Soll ich jetzt Basketball spielen? Oder soll ich da... Yo, 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 warte mal, Frau Müller, wir können über alles reden, ja? Das war doch nicht böse gemeint. Ich versuche nicht auszubrechen, ich suche nur die Toilette, ja? Oh Mann, wir können über alles reden, genau hier in die Toiletten, ich hab's ja gesagt. Oh, schnell hier runter. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie in der Schulkanalisation oder so. Bro, warte mal. Nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Warum schwebt da ein roter Ballon mitten in der Kanalisation? Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Ballons sind immer so ein bisschen Warnsignal, dass irgendwas Schlimmes passiert. Bedeutet, wir müssen hier drüber springen. Ich verstehe. Und Ballon, ich hab dich im Auge. Wenn du dich bewegst, haben wir beide ein ganz großes Problem. Hörst du? Ja, ja, ich beobachte dich. Okay, Leute, wir gucken jetzt, dass wir hier irgendwie durch diese Kanalisation durchkommen. Digga, was ist das hier? Wir sind einfach in der akustischsten Schule aller Zeiten. Und einfach meine Mathelehrerin Frau Müller scheint doch echt nicht so cool drauf zu sein. Ich meine, sie mich mit irgendeinem Schlagstock verprügeln oder so. So, wir klettern jetzt erstmal hier die Leiter nach oben, wo auch immer sie hinführt. Hey, hallo! Lass mich jetzt hier durch! So, Achtung! Den Duck. Was ist den Duck? Möchtest du mir irgendwas sagen? Duck heißt ja Ente. Was hat das zu bedeuten? Heißt das, hier wartet eine Ente auf mich? Was ist das? Das wird immer lauter. Da ist ja wirklich eine Ente! Ich kann das alles nicht mehr. Okay, Leute, anscheinend ist hier irgendeine Ente. Wir machen jetzt Versuch Nummer 2. Und wir sollten der Ente lieber schleunigst entkommen. Ich weiß zwar nicht, wo wir lang müssen, ne? Aber die Ente ist ziemlich schnell. Sie will mich aufessen. Nein, ich bin kein Mittagessen. Nein, man kann mich nicht essen. Wir müssen sie austricksen. Okay, Versuch Nummer 3. Leute, wo soll ich lang? Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Und die Ente kommt wieder. Sie ist wieder da. Die Ente ist da. Oh mein Gott, sie ist direkt hinter mir. Ich höre sie. Oh, ja, Ausgang. Oh, Ausgang. Ah! Oh mein Gott, Digga. Junge. Okay, wir sind immer noch in der Kanalisation. Ich hoffe, wir kommen jetzt endlich raus hier. Und da sind wieder irgendwelche Spikes. Da sollten wir lieber aufpassen. Das sieht nicht so angenehm aus. Okay, das hätten wir, Leute. Hier ist irgendein Waschbecken. Hier ist eine Tür. Oh, wir sind wieder in der Schule, Freunde. Ha, wir haben es geschafft. Also, fast. Hoffentlich. Okay, hier ist wieder Laser. Das kriegen wir hin. Da ist irgendwie mit Blut irgendwas an die Wand gekritzelt. Aber wir beachten das einfach nicht. Wir müssen jetzt hier den Treppenaufgang nach oben. Aber ich will doch eigentlich nach unten und raus hier. Und da sind wieder irgendwelche komischen Bärenfallen aufgestellt. Leute, das ist kein gutes Zeichen. Frau Müller hat hier einfach überall in der Schule Fallen aufgestellt. Junge, das gibt's nicht. Kunstklasse. Aha. Wir haben jetzt Kunstunterricht, oder was? Bro, warte mal. Bro. Warte mal. Hallo. Ey, das sieht nicht cool aus, was ihr da macht. Junge. Okay. Wir dürfen diese Puppen nicht berühren, Leute. Ich hab verstanden, ne? Aber die bewegen sich. Das ist nicht einfach, die nicht zu berühren. Und die malen irgendwelche komischen, gruseligen Bilder. Digga, ich will hier absolut schnell raus. Das gefällt mir hier absolut gar nicht.
Wir sind in der Küche oder... Nee, das ist das Waschbecken. Ah, das ist der Waschraum. Aber hier ist ein Fenster auf. Ja, ja, ja. Leute, wir sind außerhalb der Schule. Okay, hier ist ein Monsterlaser. Das ist nicht so gut. Aber egal. Oh, oh, da kann man reinfallen. Oh, nicht reinfallen. Oh, oh, okay. Okay, Leute, alles gut. Wir haben alles unter Kontrolle. Wir laufen jetzt hier einfach nach unten, ne? Cafeteria. Okay, okay, okay. Freunde, macht euch keine Sorgen. Wir haben alles unter Kontrolle hier, ja? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Sind Sie die Köchin? Okay, warten Sie mal. Sie sehen nicht besonders nett aus. Ich glaube, die ist auch nicht nett. Ich glaube, die versucht mich... Ah! Junge, was geht hier vor sich? Okay, Leute, ich habe verstanden. Der Koch scheint nicht besonders nett zu sein. Wir sollten lieber gucken, dass wir diesem Koch hier schnell entkommen. Weil der versucht mich auch zu verprügeln mit seinen komischen... Ey, hallo! Junge, beruhig dich mal! Wir können doch über alles reden, ey! Lass mich raus hier! Lass mich raus hier! Ey! Ja! Junge, das war auch nicht der Ausgang. Wo ist denn dann der Ausgang? Ey! Junge, das ist nicht nett! Lass mich in Ruhe! Dein Essen schmeckt nicht, Kollege! Ah, da ist der Ausgang. Freunde, da ist der Ausgang. Oh, oh, oh. Renn! Schneller! Renn! 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 Okay, Freunde, letzter Versuch. Ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Nur der Typ ist wieder direkt hinter mir. Das ist nicht so gut. Aber wir müssen jetzt hier einmal rechts. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, wir haben's. Alter, Digga. Das ist nicht mehr normal, was hier vor sich geht. Junge, diese Schule, die ist geisteskrank gruselig. Schwimmen. Nee, nee, ich habe keine Lust da jetzt... schwimmen zu gehen. Aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen hier rein. Okay, ich glaube, es ist Swimmingzeit, Leute. Wir müssen jetzt hier durch Lüftungsschächte durchschwimmen. Junge, das ist mein größter Albtraum. Ich hasse Lüftungsschächte. Und gleich gar, wenn ich durchschwimmen muss. Ich will raus hier. Ich kriege keine Luft mehr. Oh, Luft. Ja, Luft. Okay, wir sind jetzt hier im Schwimmbad, Freunde. Und ich glaube, hier ist der Ausgang. Oder auch nicht. Ich glaube, hier ist der Ausgang. Ey, haben wir es geschafft? Ich will raus hier. Ja, wir sind raus. Zum Bus. Ja, Leute, wir haben's. Wir müssen nur noch zum Bus. Nein, nein. Frau Müller, nein, nein. Ente, nein. Ey, hallo. Ey, hallo, hallo, hallo. Ey, nein, nein, nein. Ey, ich bin so gut wie draußen. Bitte nicht. Leute, jetzt verfolgen mich beide auf einmal. Das ist nicht gut. Renn schneller. Ey, der Suppenkoch ist auch noch da. Hallo. Nein. Ey, ich war doch so gut wie drin. Junge, ich kann das alles nicht mehr. Ich hab's doch fast geschafft. Oh, oh. Okay, jetzt aber. Letzter Versuch. Ja, 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 sehr gut. Freunde, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Komm, rein jetzt. Rein, 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 rein. Oh, ja. Ja. Ey, Bus, fahr lieber schnell los. Bus, du fliegst. Okay, Leute, auch wenn der Bus am Fliegen ist, wir sind raus hier. Das ist das Wichtigste. Aber wo fliegen wir jetzt hin? Ich glaube, das ist das Ende. Danke, Bus, fürs Herfliegen. Ja, Ladies and Gentlemen, wir haben es geschafft. Let's go. Ja, Mann. Okay, sehr nice. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe mal, dass ihr eine nette Mathe-Lehrerin habt. Ja, Leute, seid immer nett zu euren Lehrern. Ich würde sagen, ich rutsche jetzt nochmal die Rutsche nach unten und dann sehen wir uns morgen. Sind wieder, Leute. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.